Hallo, mein Name ist Alexander Schwert und ich bin Senior Associate bei der BDO. Als Einsteiger bei der BDO ist es wichtig, dass man eine Affinität für Zahlen mitbringt, dass man auch mit Zahlen umgehen kann. Man sollte einen gewissen Grad an Eigeninitiative und Selbstverantwortung auch mitbringen, da es eben so ist, dass man ab dem ersten Tag als Einsteiger hier in unserem Team aufgenommen wird, aber auch natürlich mit wichtigen Aufgaben betraut wird. Wenn man jetzt mal nicht weiter weiß, kann man auch immer seine Mitarbeiter, seine Vorgesetzten fragen. Es ist so, dass jeder immer ein offenes Ohr für einen hat und sie stehen auch immer mit gutem Rat zur Seite. Besonders spannend bei der BDO ist, dass man eigentlich jeden Tag in der Früh kommt und nicht weiß, welche Herausforderungen auf einen warten. Es ist so, dass man dadurch, dass die BDO in so vielen verschiedenen Bereichen der Wirtschaft tätig ist, einen sehr tiefen Einblick auch in die verschiedensten Unternehmen bekommt. Was natürlich die BDO noch sehr spannend macht, ist, dass man nicht nur nach dem Studium einsteigen kann, sondern auch schon währenddessen. Das heißt, man kann schon das Erlernte gleich mal in die Praxis umsetzen. Einzigartig bei der BDO ist eigentlich die Teamkultur. Und es ist auch so, dass wir nicht nur in der Arbeit jetzt ein Team sind, sondern es gibt auch abseits sehr viele Tätigkeiten, die wir gemeinsam machen. Es gibt immer wieder organisierte Team-Events. Zum Beispiel waren wir dieses Jahr in Schladming. Da gibt es jedes Jahr gibt's ein Beachvolleyball-Turnier, es gibt ein Tennisturnier. Aber auch kulturelle Events werden immer wieder angeboten, was natürlich auch ein Riesenvorteil ist. Wir sind gerade in ein brandneues Gebäude gezogen. Es gibt höhenverstellbare Tische. Das heißt, es ist auch für den Rücken sehr, sehr gut. Außerdem gibt es auch noch eine Kantine und einen Betriebskindergarten, der genutzt werden kann und auch eine Wäscherei. Und ich glaube, das sind einfach Vorteile, die die BDO jetzt von anderen Unternehmen unterscheiden. Jeder, der an der Branche interessiert ist, sollte sich die Chance im Rahmen der langen Nacht der Unternehmen nicht entgehen lassen und wirklich die BDO besuchen, weil man hier die Möglichkeit bekommt, einen Einblick in ein dynamisches Unternehmen, welches sich gerade in der Expansionsphase befindet, zu bekommen, mit sehr engagierten Mitarbeitern, die in vielen Bereichen der Wirtschaft tätig sind, um auch mit Führungskräften, die vor Ort sein werden, erste Gespräche zu führen und auch mit den Mitarbeitern wirklich deren Erfahrungen, die sie gemacht haben in der BDO, auszutauschen.